Ja, liebe Närrinnen und Narren, im Allgemeinen sagt man ja, dort wo Wein ist, dort wo getrunken wird, da sind fröhliche Menschen zu Hause. Und so ist es natürlich auch hier in unserer Deutschordensstadt in Gundelsheim. Hier gibt es Wein, hier gibt es fröhliche Menschen, hier gibt es Sänger. Und solche Sänger, solch eine Gesangsgruppe steht nun vor der Türe. Sie hat immer für Qualität, für guten Gesang gebürgt in den vergangenen Jahren. Und deshalb bitte ich Sie um einen ganz herzlichen Empfang für die Gundelsheimer Schlosssänger. Denk ich an unsere Staatsfinanzen, ihr Leute, dann wird mir Angst und Bang. Die Schulden steigen hoch und höher, der Bleidegeier kreist schon lang. O Wirtschaftswunderherrlichkeit, wohin bist du entschwunden? Wofür hat er die letzten 50 Jahre der Acker sich geschunden? Keinen Pfennig im Kessle mehr, ja, der Beutel in Bonn ist leer. Kinder, was haben wir Schulden? Riesengroß ist das Haushaltsloch und die Schulden, sie steigen noch. Wir sind nicht zu beneiden, wenn so weitergeht, sind wir bald pleite. Sparen heißt jetzt die Devise, den großen Rotstift setzt man an. Bei Kuren, Zahnersatz und Brille trifft es hart den kleinen Mann. Auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurde beschnitten. Es gab Streik. Das ist soziale Demontage, ein Umstand, der zum Himmel schreit. Der Kohl und der Weigel, die hecken es aus. Wie presst man den Michel mehr Geld noch heraus? Sozialleistung kürzt man, die Steuern werden erhöht. Dazu kriegt der Michel noch ein Sparpaket. Theo, hol den Hammer und hau auf den Michel drauf. Der Kerl ist unvermüßlich, der steht immer wieder auf. O Theo, hol den Hammer und hau auf den Michel drauf. Vielleicht spuckt er noch was aus. Und dann hau ich mit dem Hämmerchen mein Sparschwein kaputt. Die Renten scheinen nicht mehr sicher, auch für Gesundheit fehlt das Geld. Wir sollen bis 70 wieder schaffen. Der Ruhestand wird uns vergelt. Aufs Mütterlein, soll jetzt länger bei der Arbeit sein, soll mit 65 bitteschön
auch erst in Rente gehen. Hab jahrelang Spermaloch, drei Kinder zwischendurch auf Welt gebracht. Dafür darf ich jetzt als Dankeschön später erst zur Rente gehen. Ja, ja. Ja, ja. Es war einmal ein Mägdelein, konnt Tennis spielen, oh wie fein. Besser als der Rest der Welt, verdiente so ein Schweinegeld. Erschien stets ehrlich, treu und brav. Doch dann kam die Affäre Graf. Der Papa wird's schon richten, er macht mit meinem Geld aus mir das reichste Tennis-Girl auf der ganzen Welt. Er lädt an schwarze Konten hier und in aller Welt, bescheißt so das Finanzamt um viel Steuergeld. Zehn Jahre lang haben die Behörden den Steuerschwindel mitgemacht. Haben sie's bewusst hier übersehen? Auch Vorfelder kam in Verdacht. Letztlich wurde doch ertappt Peter Graf, wir alle wissen. Man sperrte ihn ins Kittchen ein, weil er's Finanzamt hat beschissen. Immer treu und Redlichkeit, zahl deine Steuern ab. Sonst wirst du auch ins Gehtchen treffen wie dein lieber Papa Graf. Ja, der Peter, der war schlau, leider sitzt er jetzt im Bau. Ohne Steffi, ohne Frau, er war wohl doch nicht allzu schlau. Doch unsere Steffi gar nicht dumm, münzt den Skandal für sich jetzt um. Einen neuen Knastlook kreierte sie. Er heißt Peter Graf in Memory. Sonne scheinen. Papa, du hast doch wirklich keinen Grund zum Weinen. Ich werde niemals vergessen, dass du für mich hast gesessen. Kommst du heraus, schwimmen wir im Geld, das du versteckt in der Junke ist ganz klar hierzuland ein Superstar. Und viele sehen den älteren Herrn auf der Bühne und im Fernsehen gern. Doch ab und zu, da ist er halt einfach völlig durchgeknallt. Barfuß oder Lackschuss oder auch so, immer volles Risiko. Barfuß oder Lackschuss, ja, so bin ich halt. Man
manchmal etwas über Zwerg und gleich durchgeknallt. Manchmal etwas über Zwerg und gleich durchgeknallt. Oh yeah! Den Hauptmann von Köpenick spielte der Dolle. Es war für ihn die Superrolle. Leider hat er zu viel geschluckt und oft zu tief ins Glas geguckt. Freunde, dem Whisky allzu sehr und seine Zunge wurde schwer. Harald spielte am Theater seiner Heimatstadt Berlin. Bei der guten Ideale ein Hauptmann mit dem Spiel. Doch der Kerl war stück besoffen, hat sich damals schwer blamiert. Aber letztlich hat das Harald überhaupt nicht interessiert. Aber letztlich hat das Harald überhaupt nicht interessiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Maxim Gorki Theater in Berlin. Leider muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Unsere Vorstellung am heutigen Abend muss ausfallen. Oh. Ja, sie muss leider ausfallen, denn der Herr Junke fühlt sich etwas unpässlich. Oh. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und es gilt wie keinen Fettnapf aus. Er liebt auch junge Mägdelein, die gerne Whisky, Bier und Wein. Oh Harald, lass das Trinken sein, lass die Hand von jungen Mägdelein und züchte stets dein Temperament, sonst ist mit dir ein schlimmes End. Jawohl! Sagt mal, was macht ihr denn eigentlich all hier? Ich will euch mal was sagen. Ich hab heute einfach keine Lust am Fatzen. Die Frauen, die sind hier zu Land emanzipiert, das ist bekannt. Doch manche will partout noch mehr, will voll dienen bei der Bundeswehr. Drum zeigen wir euch, seid bereit, den Unterschied damals und heute. Yeah.
lassen uns das Dienen nicht verbieten. Das Dienen nicht und ein Soldat zu sein. Stets bereit, das linken Bein steht Wache vor dem großen Tor. Gib ihm Ehre und Schickelschuh, verzeih uns mit dem Wärmehorn. Und so mancher Landsam in seinem Herz verliebt, wenn er so ein hübsches Mittelbeinchen sieht. Tralala, tralala, ein hübsches Mittelbeinchen sieht. Hurra! Uns ist so schön, Soldat zu sein, große Marie. Im Sommer war die Freude groß, im Frankenstadion war's los. Die Fans, die sind fast ausgeflippt und 100 Mädels umgekippt. Doch nicht der Fußball war der Grund, warum's im Stadion ging rund. Nein, Megastars verzückten sie. Hier kommt die Kelly Family. A dream. Imagine, imagine, imagine it right. Imagine, imagine, imagine. In Athens I live as a falling to be. Imagine life was a dream. Imagine for you and for me. Imagine, imagine, imagine it right. Imagine, imagine, imagine. If life was a dream, imagine I was a ball. Imagine you were a dream. Imagine I was a ball. Imagine you were a dream. Hallo Fans, wie geht's? Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ja, dann geht's euch gleich noch besser, denn da kommt unser kleiner Bruder, der Angelo, von der Schule zurück. Ich muss euch aber jetzt schon vorwarnen, unser Angelo ist im Stimmbruch. Er hat es sich aber nicht nehmen lassen, hier heute für Sie in Gundelsheim zu singen. Sie hören nun Paddy und Angelo mit unserem Superhit An Angel. Wish I had your pair of wings. Had them last night in my dream. I was just in butterfly. Until the sunrise broke my heart. Tonight the sky has glued my heart. I've got to touch the magic sky and greet the angels and their arms. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were. Sometimes, oh, I wish I were you.
Er schreibt die besten Volkshochschule, ich kenne die Fremdbild. Wer den Schüler lange Haare, wer ist populär wie die. Er schreibt die besten Volkshochschule, ich kenne die Fremdbild. Wer den ausgepanzten Kleider, lasst den Kreis herum für sie. Wer schreibt den von der Bühne, schau die Fremdbild. Kommt jetzt, Leut, glaubt es mir, vom Orient ein Groß-Kefir. Er möchte auch mal närrisch sein, drum ist er heut in Gundelsheim. Zu Ihnen, seine Prominenz, der Herr Kefir von Dachbab. Hypona! Anu! Gundelse! Sauram! Der Herr Kefir grüßt alle Gundelsheimer Narren. Hypona! Anu! Ganze Dach! Saudost! Der Herr Kefir sagt, es sei hier eine sehr trockene Luft. Und er hätte einen Saudost. Darum geht mein Kollege Ahmed Lachnet und besorgt ihm etwas. Wie Sie hören konnten, besitzt unser Herr Kefir magische Kräfte. Und zur Feier des Tages wird er Ihrem Herrn Bürgermeister Lothar Oheim eine Überraschung herbeizaubern. Er bekommt für seinen Harem eine orientalische Prinzessin. Simsalasim! Simsalasuf! Prinzessin da! Vorhang uff! Die ist doch viel zu klar. Nochmal. Simsalasim. Simsalasuf. Prinzessin da. Vorhang. Uff. Und die ist doch viel zu dick. Nochmal. Zu klein, zu dick. Simsalasim. Simsalasuf. Prinzessin da. Vorrang uff. Lei, 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 lei. Oh!
liebe Närrinnen, liebe Narren, ich weiß nicht, was man an dieser Gruppe mehr bewundern soll. Die starken Stimmen, die tollen Lieder oder die Schaueinlagen. Auf jeden Fall eine Gruppe, die für Stimmung im Karneval in Gundelsheim sorgt. Auf die Schlosssänger von Gundelsheim, drei kräftige Gundelsheim, hello! Gundelsheim, hello! Gundelsheim, hello! Die musikalische Leitung der Schlosssänger hat Zlotan Solimos. Der Chef der Gruppe, die Idee, die Texte und die Regie kommen vom Vizepräsidenten des Gundelsheimer Karnevalvereins, von Rolf Reible. Oh. Wollt ihr eine Zugabe? Zugabe frei!